Blendend aus, bedankt sich bei seinen Lebensrettern nochmal für die Geistesgegenwärtigkeit von Wernitznik und Lochoschwili vor 2 Wochen. Für Lochoschwili hat das Lachen schon nach 75 Sekunden ein Ende. Achtung, ein Frontalzusammenstoß zweier LKW. Lochoschwili und Marvin Martins von der Austria völlig benommen. Während der Austria-Luxemburger nach kurzer Behandlungszeit weiterspielen kann, ist für Lochoschwili die Partie vorbei. Diagnose: Nasenbeinbruch. Alles Gute auf diesem Wege. Seine Mannschaftskollegen natürlich irritiert. Die Austria hat eine gute Phase und kommt in der 8. Minute zur ersten Gelegenheit. Can Keleş, wie üblich, von rechts links reinziehend mit dem besseren Fuß knapp vorbei. Die 13. Minute. Wieder Keleş kann ungehindert flanken und eigentlich kann Kofler den Ball ungehindert aufnehmen, aber das gelingt ihm nicht. Marko Djuricin macht sein erstes Bundesligator seit Oktober, sein 7. in dieser Saison insgesamt. Aber was den Kofler da geritten hat, das weiß nur er. Ein billiger Führungstreffer für Violett. In der Folge das Spiel ausgeglichen, nicht besonders auf hohem Niveau. Dann dieser Vorstoß von Dedic. Wernitznik, da kommt Lindl und Penz schaut den Ball hinterher. Der hat keine Abwehrmöglichkeit, weil Markus Suttner diesen Ball entscheidend abfälscht. Der erste Schuss aufs Austria-Tor in diesem Spiel in Minute 26 ist dann auch gleich drinnen. Die Wolfsberger schöpfen da neuen Mut. In der Folge gibt es kaum noch Torgelegenheiten, wenn dann eher für die Gäste. Kurz vor der Pause, Wernitznik auf Lindl, der will durchstecken auf Taibaribo, aber Johannes Handl, der heute den gesperrten Müller setzt, ist aufmerksam. 1-1 zur Pause, noch nicht alles eitel Wonne bei der Austria, 90 Sekunden noch wieder Bing. Die Ecke von Suttner und diesmal Can Keleş rein ins Glück. Sein 2. Bundesligator und das ist nicht unbedingt als Corner-Rebound zu bezeichnen. Der wieder spielberechtigte Baumgartner klärt zu kurz, allerdings gibt es überhaupt keine Rückraumabsicherung. Der Wolfsberger Keleş kann den Ball annehmen, ausholen, sich überlegen, wo er hinschießt und er trifft. Die Kärntner in der Folge nur aus Standardsituationen torgefährlich. In Minute 56 zunächst dieser Freistoß von Michael Lindl. Der anschließende Eckball von Michael Lindl und Taibaribo setzt den Kopfball neben das Tor. Patrick Penz schreit dann laut, ja, seine Mitspieler stellen ab, aber er kommt nicht ran. Glück gehabt. 10 Minuten später, die Wolfsberger nur noch offensiv orientiert. Die Austria bekommt Konterchancen ohne Ende. Keleş vorbei an Taferner auf den eingewechselten Ohio. Was macht der? Er macht das Tor nicht. Beim ersten Versuch nach diesem guten Hereingabenpass von Keleş tritt er auf den Ball. Ein anderer bricht sich dabei wahrscheinlich den Fuß. Und dann ist Kofler auch im 2. Versuch zur Stelle. Die Austria geht sehr fahrlässig mit ihren Kontergelegenheiten um. Da ist die nächste. Diesmal Ohio für Keleş. Ja, das war kein Foul. Ein Ausrutscher im ungünstigsten Moment. Das Ganze passiert nach 72 Minuten. Die Austria in der Schlussphase mit 3 Innenverteidigern, Scheußengeier im Spiel. Da helfen nur noch Weitschüsse wie dieser von Christopher Wernitznik in der 87. Aber auch den pariert Penz spektakulär. Die Austria gewinnt auch das 5. Spiel im Kalenderjahr 2022. Der WRC setzt seine Negativ-Auswärtsserie fort.